ist er bei uns, Thore Schölermann. Geil, das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ja, und du hast gerade geflüstert und hast gesagt, mein Kinodurchbruch. Ja, das war ich in meiner größten Rolle. Als Schauspieler wünscht man sich ja eigentlich immer, so einen extrem verrückten Charakter einmal zu spielen. Und das durfte ich jetzt. Ich habe mich selbst gespielt. Dich selbst gespielt. Ja, war eine große Herausforderung, da ranzukommen. Ja, aber war wirklich komisch, weil ich weiß noch, ich habe hier bei Volle Kanne das letzte Mal vor knapp 10 Jahren gesessen. Da habe ich noch damals bei der verbotenen Liebe gespielt. Da war ich noch Schauspieler, jetzt bin ich Moderator. Und das war sozusagen mein erster Einsatz wieder als Schauspieler. Und das war wieder was anderes, sage ich mal so. Was ist denn da anders? Du hast, wenn du nun verbotene Liebe, also das weiß man ja auch, das muss schnell gedreht werden etc. Ja, klar, jetzt hast du Kinofilm mitbekommen und so. Wie ist denn der Unterschied dann? Ja, also wenn man sich vorstellt, alleine bei der Serie dreht man jeden Tag zack, 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 mehrere Szenen hintereinander. Und da beim Kino kommst du hin und machst halt eine Szene am Tag. Alle haben Zeit und wollen, dass dir gut geht. Und ich kam da hin und dachte so, was, Leute, wir müssen doch jetzt hier, wir müssen auch noch was schaffen heute. Und einfach das Spiel ist natürlich anders. Als Schauspieler spielst du halt eine Rolle. Als Moderator musste ich dann erstmal darauf achten, dass ich nicht den Moderator spiele. Und dann jetzt wieder zu spielen, aber dann mich selber. Gut, ich könnte jetzt aber, eigentlich ist es doch einfach, du machst doch das, was du sonst auch machst. Ja, aber wirklich, also das war wirklich komisch, als ich dann auf der Bühne stand. Ich spiele sozusagen mich als Moderator, spiele dann, muss aber eigentlich ich selber sein. Und mein Problem war, ich habe immer in die Kamera geguckt. Weißt du, als Moderator machst du immer so und dann kriegst du immer so, hallo, herzlich willkommen hier, hallo im Fernsehgarten. Die volle Kanne, sorry. Ja, ja, ja. Es fühlt sich gerade an wie der Fernsehgarten. Das ist egal, es ist alles one company. Ja, und deshalb war das für mich wirklich eine Umstellung, aber wirklich eine coole Erfahrung. Ja, Thore, da kommen wir gleich noch zu deinem Film. Aber jetzt erstmal die Frage, wie trifft denn dich jetzt als Moderator oder ihr habt den Kinofilm gedreht, wie trifft denn jemand wie dich jetzt Corona? Also der Kinofilm war ja, wurde noch komplett davor gedreht, auch im Europapark. Da wurde noch darüber gesprochen, dass er bald wieder geöffnet wurde. Man muss sich das mal vorstellen, das wäre für 2020 die Dreharbeit geplant gewesen. Ja, genau. Wie zum Beispiel auch ja unsere Hochzeit war ja auch so ein Ding. Wir haben im Januar noch geheiratet und waren dann so froh, dass wir das noch hinter uns gebracht haben und noch mit unseren ganzen Freunden Arm in Arm feiern konnten. Weil danach war dann zack der Lockdown und das war für uns auch schon, also die ganze Branche haben wir mitbekommen. Wir haben Shows ohne Publikum gemacht, wir haben ganze Shows, Veranstaltungen sind alle, Konzerte sind weggebrochen. Ich habe von zu Hause moderiert. Ja, wie denn? Im Keller hast du ein eigenes? Nee, ich habe zu Hause wirklich bei mir, das war ganz lustig, ich habe dann auch überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und habe ich gesagt, ja, komm, das ist jetzt halt mein Wohnzimmer und dann geht's los. Musste ich halt mal aufräumen, das war dann so das Besondere. Und dann saß ich da witzigerweise im Smoking zu Hause und habe mir Lampen hingestellt, Kamera hingestellt und dann haben wir von da moderiert. Und meine Frau, die hat zu Hause sich ein Tonstudio aufgebaut, weil natürlich auch, die ist Synchronsprecherin. Die hat dann von zu Hause synchronisiert. Wir haben bei uns ich hatte so einen Werbespot für einen großen Baumarkt und der sollte auch abgebrochen werden. Da habe ich gesagt, nee Leute, das müssen wir unbedingt machen, wir machen das halt bei uns im Garten. Und dann haben wir den ganzen Spot bei uns im Garten gedreht. Wunderbar. Das sind alles so. Man sieht in der Werbung sozusagen euren Garten, wunderbar. Du hast eben schon drüber gesprochen, 10 Jahre ist es schon her, verboten. Liebe hast du gedreht und das war ja der Beginn deiner ganzen Karriere als Schauspieler, eben diese Seifenoper. Jetzt musst du nur mal erzählen, wie war deine Reaktion, als dein Chef reinkam und sagte, Thore, wir haben für dich, für deine Rolle Großes vor. Ja, da habe ich auch gedacht, wir haben Großes vor. Hatte er ja auch im Endeffekt, nur ich hatte nicht damit gerechnet, dass es dann sowas Großes ist, dass sich ja das ganze Leben von meiner Rolle, aber auch von mir dadurch wirklich geändert hat. Ne? Also die Message damals für die das nicht wissen, ich habe dann einen Homosexuellen gespielt, meine Rolle. Und ich als Dorfkind, ich sage das auch mal ganz offen, für mich war das wirklich erstmal ein Schock, weil ich Angst davor hatte, das nicht spielen zu können und so. Mhm. Und dann einen Mann küssen und dann irgendwie, das konnte ich mir alles gar nicht vorstellen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, er hätte einen Witz gemacht. Aber dass das kein Witz... Dass er dann nicht lachte, sondern dann immer so... Dass das kein Witz war, schauen wir uns schön jetzt mal an. Der Beginn deiner Schauspielkarriere, aber auch noch viele andere Highlights aus seinem Leben. Oh Gott. Ja. Wenn ich das so sehe... Wo ist das denn gewesen? Das ist ja vor Corona gewesen, dass er das gedreht hat. Aber wofür? Ist das für einen Fernsehsender gewesen? Für das Gesundheitsministerium. Wir haben Gesundheitsberufe vorgestellt und einfach mal zu zeigen, was die Leute da leisten und was die da mit was für Herzblut die dabei sind. Und das hat auch echt einiges mit mir gemacht. Nämlich? Naja, das hat mir gezeigt, dass vielleicht, ist ja auch leider tragisch, aber die Bezahlung und Karriere vielleicht nicht alles ist, sondern dass es echt auch sehr wichtig ist und einem sehr viel Anschub geben kann, wenn man was mit ganz viel Herz macht und das wirklich nur macht, um Leuten zu helfen. Mhm. Das war wirklich, ich habe da ganz oft, da fehlt mir jetzt manchmal, fehlt mir da die Stimme, weil
das kannte ich so nicht. So, und dann bin ich so dankbar an all die Leute, die da draußen wirklich diesen Job so machen und uns helfen. Wir werden alle in die Situation kommen, wo wir die Hilfe brauchen. Und mit diesem Job haben wir damals einfach da ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen, um draußen Leute zu suchen, die vielleicht auch diese Richtung einschlagen wollen und dann uns beide vielleicht irgendwann mal pflegen werden, uns helfen werden. Aber Thore, ich verstehe genau, was du meinst. Wenn man mal 2 Wochen in einem Krankenhaus war, ja, und Operationen alles mitbekommen hat, mal wirklich 2 Wochen das mitbekommen hat, was die leisten und so weiter. Ja. Genau wie du sagst, das ist ja schon eine tolle Sache. Und gerade ja jetzt also, ja auch in der ganzen Zeit von Corona haben wir da ja auch wieder allen oft endlich mal wieder Danke gesagt. Ja. Da wurde auch mal wieder Zeit. Und da bin ich auch wirklich, auch zum Thema Corona, weil gerade auch das angesprochen wurde, bin ich sehr froh, dass wir hier in Deutschland wirklich damit sehr gut umgehen. Weil viele fangen ja jetzt schon wieder an zu meckern. Aber da bin ich sehr froh. Dann haben wir, du hast eben gesäuft, als wir nochmal die Hochzeitsbilder gesehen haben. Welche Hochzeit? Mit Jo oder mit Jana? Ich habe ja jetzt schon 2-mal geheiratet im Leben. Du bist routiniert im Heiraten, ne? Ja, das war wirklich absurd, weil wir haben diese Hochzeit ja wirklich durchgespielt und dann haben wir Jana ja auch. Ja. Jana hat auch schon geheiratet im Fernsehen, hat gesagt, so, oh Gott, hoffentlich können wir dann umschalten, wenn wir wirklich heiraten, weil da ist er dann. Ja. Und haben aber wirklich in der Kirche, das haben wir noch gar nicht erzählt irgendwo, dass wir haben in der Kirche den Song Verbotene Liebe singen lassen von einem The Voice-Kandidaten, der bei uns, der Amina Fifi, der bei uns gesungen hat. Und er hat Forbidden Love als Song in der Kirche gesungen, in einer ganz tollen Version. Und weil uns diese Serie Verboten Liebe damals so zusammengebracht hat. Und so, da sieht man euch. Ja. Das ist aber doch alles ziemlich kalt im Schnee, in den Bergen. Ja, wir sind so die Schlechtwetterkinder, sagen wir immer. Also, bei uns ist alles, was mit Romantik verbunden ist, ist meistens auch mit Unwetter verbunden. Mit Hagelsturm. Ja, weil man kann sich ja immer, man wünscht sich natürlich bei einer Hochzeit so ein Wetter. Und wir haben uns einfach gemacht und haben gesagt, wir gehen in die Berge. Da ist es, wenn es schneit, schön. Und wenn die Sonne scheint, ist auch schön. Also konnten wir da einfach weniger falsch machen. Und ja, Jana ist ja aus Bayern und ich komme aus dem Sauerland. Da gibt es beides irgendwie, da gibt es überall Berge. Und haben gesagt, komm, wir müssen in die Berge und da auch heiraten. Und es war wunderschön. Wirklich, ich sage das so wirklich so, weil man denkt ja immer, oder viele erzählen ja bei einer Hochzeit, dass sie es selber nicht genießen können, aber mit unseren Freunden und mit der Familie, das war einfach der schönste Tag meines Lebens. Und wir haben gefeiert, als ob es keinen Morgen gäbe. Wirklich, auch selber. Du musst mir nur verraten, ich habe irgendwie gelesen, ihr habt standesamtlich 2019, also vorher, heimlich geheiratet. Warum heimlich? Du hast ja ein nettes Verhältnis, wir haben ja schöne Fotos gesehen zu deiner Mutter und so weiter. Meine Mami ist übrigens gerade. Ihr habt ja nicht heimlich vor den Eltern geheiratet. Nee, das nicht. Ja. Wir wollten aber einfach noch mal den Moment so mit unseren allerengsten Freunden und der Familie wollten wir einfach so für uns auch standesamtlich noch mal zelebrieren. Also, Öffentlichkeit mal draußen vorlassen. Genau. Also ganz für uns, dein Seefeld, das war ganz toll. Auch auf dem Berg. Und, auch mit Regen, auch mit Hagel. Auch natürlich, wirklich. Denn einen Tag vorher war noch das wunderschönste Wetter, so wie jetzt. Und wir dachten so, guck, alles richtig gemacht. Und morgens macht Jana das Fenster auf und sagt, ach du Scheiße. Und dann hat wirklich so richtig geregnet und so. Und dann... Aber da liebe ich sie auch für, dass sie dann keine Panik macht. Also wir nehmen das dann halt so, wie es ist. Ja, wenn du was nicht ändern kannst, dann ist es das Wetter. Dann nehmen wir es hin. Und dann haben wir trotzdem sehr schön. Aber wir möchten Ihnen raten, sollten Sie heiraten, nicht als Trauzeugen einladen. Das Wetter wird da nicht so gut. Wollte ich gerade sagen, nee, da bin ich wirklich als Wetterfrosch oder Wetterfee bin ich nicht gut. Ja. Aber ich kann das Beste draus machen. Ich kann da nur empfehlen, ein kleines Schnäpschen tut da wirklich gut. Moderator und Schauspieler Thore Schölermann ist weiterhin bei Thore. Du verpackst keine Häuser, sondern du baust ja gerade eins, ne? Genau, wir sind gerade dabei, uns unser Häuschen in Köln zu bauen. Wir haben uns für Köln als Heimat entschieden, als Sauerländer. Und Jana als Bayerin haben wir uns theoretisch auf Köln ihr habt jetzt euch auf Köln geeinigt. Gefunden, ja genau, und da aber bauen wir gerade. Ich habe auf Instagram, habe ich mal so heimlich geguckt und so weiter, sind ja jede Menge Bilder, wie du mit dem Bagger da durch die Gegend fährst. Deshalb wollte Jana eigentlich nicht mit mir bauen, weil sie immer dachte, dass ich alles selber mache, weil ich gerne so handwerklich alles gerne mache. Ah, ja, also man sieht dich, also du hast Spaß daran, ne? Ja. Große Maschinen, Trecker. Voll. Ich würde mir, also immer wieder, ich würde, wenn ich könnte, eher 100.000 Euro für einen professionellen Trecker ausgeben als für irgendeinen Sportwagen oder so. Da echt das ohne Wenn und Aber. Und ich kann Jana aber ein bisschen verstehen. Ich habe Bilder gesehen, einmal hast du einen Kamin mittendrin in dem alten Haus. Irgendwie, ihr müsst das renovieren oder so. Da haust du brutal mit dem Vorschlaghammer da drauf und so weiter. Ich würde am liebsten alles selber machen, aber ich habe die Zeit leider nicht. Und das ist auch Jana sehr recht, weil ich mache alles sehr gerne, aber das heißt nicht, dass das alles besonders gut wird. Genau. Ja. Aber ich sage immer, wenn man ja was selber macht und hinterher siehst du die Fehler, dann bist du stolz auf die Fehler und kannst wenigstens sagen, guck mal, ich hab's gemacht. Hab ich gemacht. Den Fehler habe ich gemacht. Aber das Abreißen hätte ich vielleicht noch geschafft, Neubau nicht.
Sehr gut. Wir schauen jetzt mal, ob du denn das gut gemacht hast in deinem neuen Kinofilm Takeover. Oh ja. Da schauen wir jetzt mal rein. So, du lachst gerade, jetzt musst du erklären, warum. Die letzte Szene war fürchterlich, sagst du mir gerade. Ne? Nein, das war das. Die sagten mir, ja komm, moderiere den doch einfach mal an. Und da habe ich halt immer als, ja, ich stehe jetzt schon so lange auf der Bühne und moderiere genauso ja unsere Künstler bei The Voice an. Und ich habe dann immer gesagt, so, jetzt kommt ein Künstler, da, jetzt kommt Danny Prinzen. Alle so, Thore, schon wieder in die Kamera geguckt, nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Ja, und in dem Freizeitpark, habt ihr euch dann da einquartiert? Seid ihr dann nachts heimlich Achterbahn gefahren? Oder? So ähnlich. Genauso, wie man sich das vorstellt. Wir haben in einem Freizeitpark gewohnt. Gewohnt? Ja. Okay. Also ich ja nur dann, ich glaube, 3 Tage, das Team ja da über Wochen. Und dann konntest du wirklich nach Feierabend, so wie jetzt, gleich irgendwie so, oh ja, komm, ich gehe ab in den Park und fahre noch ein bisschen Achterbahn. Und, ist das dein großes Ding? Achterbahnfahren ist die Hölle für mich. Ich habe das damals so ein bisschen als Therapie dann genommen. Ich war dann alleine da und dann konnte mich ja keiner von meinen Freunden sehen, wie ich da schreie. Zitternd. Und habe das dann, ich habe mich therapiert. Und die ganzen kleinen Kinder, die dann, weißt du, dann sitzt dann irgendwie so ein 12-Jähriger neben dir und sagt irgendwie, ja, ich fahre zum 6. Mal und ich sitze da so. Zum 1. sieht man mir das an. Und dann bin ich auch noch zu stolz zu sagen, nee, ich mach's halt einfach nicht. So, ich mach's natürlich und schreie dann darum. Aber ich habe es überlebt. Ich sitze jetzt hier. Und jetzt freue ich mich das nächste Mal wieder, wenn wir endlich wieder auch im Park dürfen. Obwohl, sie sind jetzt wieder offen, ne? So langsam kommt sie erst. Ja, so langsam. Und dann werde Thore, wenn du ja sonst nicht vor der Kamera bist, hast du schon erzählt, dann bist du am liebsten im Wald, auf dem Trecker etc. Jetzt bist du ja aber auch Jäger. Das heißt, du bist jemand, der im Sauerland tatsächlich Kimme Korn, das Reh, erlegt. Genau. Und dann auch noch ausnimmt. Bist du jemand, der wirklich alles komplett macht? Absolut, ja. Ich, das, was ich esse, das töte ich auch. Da kriege ich viel Kritik auch oft, aber ich bin jemand, der sehr, sehr bewusst Fleisch isst. Ja, da wird doch jetzt jemand aufschreien, der tötet nein, deshalb das Zombie. Nein, deshalb sage ich das jetzt auch so ganz. Also ich habe darüber, ehrlich gesagt, noch nicht so oft gesprochen, auch öffentlich, weil ich immer weiß, dass das zu so einer zu so einem Riesenthema führt. Aber gerade jetzt, wir sehen ja gerade, was in den Schlachtbetrieben los ist. Und das führt meiner Meinung nach dazu, dass man vielleicht auch mal wieder so ein Auge darauf hat, was das bedeutet, Fleisch zu essen. Nämlich, dass auch ganz viele Tiere getötet werden. Und ich jage, das mache ich schon, seit ich klein bin, einfach wirklich, um mit gutem Gewissen Fleisch zu essen. Weil ich bin mal sehr traurig, wenn ich ein Tier tatsächlich töte. Also mit anderen Worten, du schätzt das wirklich, wenn du ein Stück, sag ich mal, Rehbraten vor dir hast, dann weißt du, bei uns wird nie ein Stück Fleisch oder Lebensmittel werden bei uns nicht weggeschmissen. Hm. Das gibt bei uns, also das würde nie passieren, weil ich halt weiß, was das bedeutet, eben, dass ich dafür ein Tier das Leben genommen habe. Und deshalb. Was sagst du denn zu diesem Fleischskandal, Tönnies etc., was da alles dann passiert ist? Ja, das ist ja, das hat ja nicht umsonst auch da mal eine Anwohnerin gesagt, wenn dieses ganze, diese ganze Firma aus Glas wäre, dann würden wir alle weniger Fleisch essen. Das ist aber meiner Meinung nach, wäre das ganz richtig, wenn wir uns mal wieder angucken würden, was das bedeutet, dass das Fleisch nicht aus der Tiefkühltruhe kommt, sondern eben dafür auch die Tiere leiden müssen. Und ich finde an dieser ganzen Geschichte ganz schlimm, wenn ich mir vorstelle, dass da schon mit den Mitarbeitern so verantwortungslos umgegangen wurde, will ich mir gar nicht vorstellen, wie mit den Tieren da umgegangen wird. Und das ist was, da sollten sich ganz viele zu Hause vielleicht mal Gedanken drüber machen und vielleicht dadurch weniger Fleisch essen. Es geht ja nicht darum, kein Fleisch zu essen. Ich esse gerne ein Stück Steak oder so, ne? Aber einfach bewusster und das nicht so selbstverständlich zu nehmen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen dazu führt. Wir haben eben gesprochen, du bist Jäger, schießt das Fleisch selber und sagst, ich bin sauer auf Billigfleisch etc. Ne? Ja, wir haben es ja gerade gesehen mit Tönnies. Ne, da kann man jetzt viel über die Politik meckern, man kann viel über Tönnies meckern, aber wir können da alle was dran machen, indem wir halt weniger Billigfleisch essen oder weniger Fleisch essen oder wenn, dann vielleicht einfach was ein bisschen teurer auch in der Herstellung ist. Ne? Da würden wir allen mithelfen, auch denen, die da arbeiten. Du bist aber auch in der ganzen Corona-Krise, sagst du, ein bisschen sauer auf andere, dass es auch nicht mehr so ernst genommen wird bei manchen. Ne? Ja, gleiches Thema. Ne? Auch jetzt mit den Lockerungen, die sind, ich mag das immer nicht, wenn man immer nur das alles auf die Politik und so schiebt. Ne? Wir sind ja auch eine Eigenverantwortung. Ne? Wir sind ja nicht alle, wir hören ja nicht, wir wollen ja nicht drauf hören, was uns gesagt wird. Aber dann müssen wir auch vielleicht mal ein bisschen schlauer da denken. So wie ich das in Köln sehe, da waren die ersten Lockerungen, dann wurde es direkt von den Leuten übertrieben. Und zack, gab es dann wieder doppelt einen auf den Deckel und alles wurde da geschlossen. Ne? Also zum Thema Brüsseler Platz hieß das bei uns. Mhm. Und deshalb einfach alle ein bisschen mehr nachdenken, das hilft meistens im Leben. Ne?
Meistens. Unsere Zuschauerin Angela Grimberg fragt über Facebook, sag mal Thore, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht dich mit deiner Frau mal wieder zusammen vor der Kamera sehen? Das wäre doch in Corona die perfekte Lösung, oder? Absolut. Ist auch witzigerweise nicht nur von Angela die Idee, sondern wir werden oft im Moment angefragt, also insgesamt echte Pärchen werden angefragt, um in Serien oder in Filmen zu spielen, weil man dann auch Liebesszenen zeigen darf. Weil sonst muss man ja beim Drehen im Moment überall 1,50 Meter Abstand halten. Und da kann man schwierig Liebe machen auf 1,50 Meter. Ja, und werdet ihr das machen? Man muss dafür auch noch 2 Wochen in Quarantäne vorher und das wird sehr schwierig mit den anderen Projekten. Aber wir würden gerne. Also Jana, er würde mit dir auch 2 Wochen in Quarantäne gehen. Ne? Genau, sonst machen wir die Liebesszenen lieber zu Hause. Thore, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich da sein durfte. Wir machen das so. Ja, danke. Fährst du jetzt mit dem Trecker wieder ins Sauerland, ne? Genau, dauert 2 Stunden und dann bin ich da, aber dann happy. Vielen Dank, dass du hier warst.